ja, mit Rückenlage drüber, ist nicht fertig geworden. Wir sehen sofort, die Fliehkraft greift ein. Es und der Kraft auf den Rücken, oder? Ja. Zuerst auf die Hand, dann auf den Rücken und ja. Brille weg. Ja, jetzt schaut er sogar nach vorne, um sich irgendwie zu orientieren. Aufpassen jetzt beim Aufprall. Bringt den Rücken. B-Netz. Natürlich schon fest hinein. Hoffentlich ist die Sache glimpflich ausgegangen. Hoffentlich. Schau nochmal hier. Oh, hoher Luftstand. Ja, oh, und das aus zwei, drei, vielleicht vier Metern kracht er da aufs Eis. Ja, wir sehen eben, ich wollte gerade sagen, die Anfahrt ist da jetzt entscheidend. Er fährt da mit Rückenlage hin und dann ist plötzlich der Berg aus für ihn. Gell? Er steigt auf. Und innerhalb 3-4 Meter sind die Skispitzen über vom Kopf. Auch keine Chance. Und keine Chance mehr, nichts mehr zu machen. Und dieser Rückenschutz, dieser Rückenprotektor, der hört knapp oberhalb vom Gesäß auf. Ja, ne? Geht über das Steißbein ein bisschen drüber. Das ist auch eine sehr ungute Stelle natürlich zum Stürzen. Mir ist das auch mal passiert. Und wenn es glimpflich ausgeht, hast du nur Prellungen und kannst halt dann, was weiß ich, 14 Tage nicht Stufen steigen. Weil jedes Mal, wenn du den Oberschenkel und den Hintern anspannst,